Ja, Leute, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein ultra krasses Video mit dabei, ist Anton, was geht? Freunde, schreibt alle Hashtag Eierkopf in die Kommentare. Freunde, ihr seht es gerade, wir sind einfach mal vor Candy Palace und wir wollen heute mal einfach eine komplette Nacht bei Candy Palace übernachten. Wir haben eine Luftmatratze mit dabei, wir haben Decken mit dabei und ich habe tatsächlich den Schlüssel von Alpers Laden geklärt. Ihr seht, Freunde, der Laden ist komplett zu, es ist richtig dunkel und Anton, wir müssen jetzt einmal zum Baguette-Laden rübergehen, weil Ali, der Sohn vom Inhaber, der hat gesagt, der organisiert uns den Schlüssel, dass wir hier rein können. Bist du bereit? Komm, wir gehen mal rüber und fragen ihn mal. Okay, Anton, geh du mal vor und guck mal, ob Ali da ist und frag ihn mal. Hallo? Ja. Ali, Onkel, seid ihr da? Nein. Hallo? Wie geht's dir? Na, gut, und dir? Alles gut. Wir brauchen den Schlüssel von Alpers Laden. Ja, gerne. Ach, den hast du schon? Ja, natürlich, bitte. Ich danke dir. Freunde, schaut alle gerne hier mal beim Baguette-Laden vorbei. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Und, aber nicht verraten, weißt du ja, ne? Nein, okay. Also, bis später. Ich bringe deinen Schlüssel wieder zurück, ja? Okay. Anton, hier ist der Schlüssel. Willst du aufschließen? Ja. Also, Freunde, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da abonniert den Kanal. Es wird richtig krass. Und Anton, wir dürfen nicht erwischt werden. Warte mal, stopp, 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 stopp. Anton, denk dran. Warte, ich muss dir das einmal sagen. Denk dran, iPad-Überwachungskameras, die müssen wir ja gleich erstmal deaktivieren. Hier, ihr seht das auch. Achtung, Videoüberwachung. Deswegen, Freunde, wir müssen auf jeden Fall iPads Kamera deaktivieren. Ja. Oh, ziehen wir mal zu. Und weißt du, was wir jetzt machen? Genau, schließ mal einmal ab. Du weißt ja, da oben. Da hinten. Ich werf die mit meinem Schuh ab. Warte, da hinten, Freunde, ihr seht das. Da ist die eine Überwachungskamera von iPad. Schuh ab. Ich glaube, das ist ein bisschen zu extrem. Ja, nimm okay. Mal irgendwie, nimm mal da vorne irgendwie so eine Süßigkeit und baller die da mal hin. Freunde, müssen auf jeden Fall, oder wir stellen da irgendwas vor. Warte, ich habe eine Idee. Warte, halt du mal die Kamera. Nur Gummibärchen, die sind schön weich. Ich nehme hier den hier. Oh, okay. Anton? Oh, sie ist schon deaktiviert. Das Licht ist aus, warte. Sonst hau doch gegen die Wand. Doch, müsste deaktiviert sein. Also das Licht brennt gerade noch, weil... Oh, hast du es gehört? Das Piepen? Ich glaube, die ist deaktiviert. Okay, Freunde, es hat geklappt. Anton, mach du mal das Licht hinten an. Nimm das mit, vielleicht mit, falls da einer hinten im Lager drin ist. Dass du den umhauen kannst. Warte, erstmal hier Lagerlicht. Bam. Ich habe angemacht. Also, ich dachte schon, wer war das? Und mach die Lampen alle an. Ja, ist alles an vorne. Okay, Anton, jetzt wird's richtig geil. Mir fällt aber gerade ein, wir müssen gleich nochmal nach draußen, weil wir haben ja gerade gar keine Sachen mit. Das, diese Übernachtungs-, die Luftmatratze und alles ist ja noch draußen. Aber, und was hast du jetzt vor? Schuhe anziehen. Schuhe anziehen. Falls hier irgendjemand reinkommt, ich lege hier unseren Knüppel hin. Weißt du, falls einer reinkommt, dann können wir den einfach einen überziehen. Oder damit. Damit? Ist das deine Waffe? Ja. Okay. Das ist eine essbare Waffe. Leg die auch mal dahin. Aha. Und übrigens, Freunde, macht das auf keinen Fall nach. Wir haben das natürlich alles abgesprochen mit dem Baguette-Laden, mit Onkel, mit Ali. Also, Kuss geht auf jeden Fall raus an euch, dass ihr den Schlüssel hier vorbereitet habt. Anton, willst du einmal eben drin bleiben und schon mal überlegen, wo wir das Lager gleich aufschlagen und ich hole schon mal die Luftmatratze? Oh, hier! Da sind schon viele Süßigkeiten. Nein, das ist zu offensichtlich. Wenn, dann müssen wir das da machen oder hinten im Lager. Was meinst du? Ist doch gut Platz, oder? Hier! Oder hinten im Lager? Nein! Nein? Bei meinen Anton-Getränken in der Nähe. Oh, hast geprüft, ob es die überhaupt gerade gibt? Ja, guck doch. Oh. Guck. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aber eine Sache ist noch ganz wichtig, die du machen musst, bevor wir hier das Lager aufmachen können. Prüfen. Prüfen. Prüf jetzt mal, ob die abonniert haben. Schlag euch ins Damit. Ja, prüf mal. 1, 2, 3. Jetzt haben wir 3 Leute abonniert. Anton, du musst denen das jetzt noch mal androhen. Wenn die jetzt sich abonnieren, die kriegen einen damit über. Haben die jetzt? Die haben jetzt Dislike gemacht. Ich schwöre, ihr seid so 31er, ne? Ja, das habt ihr auch verdient. Okay. Ja. Anton, wir gehen nach draußen, wir holen die Luftmatratze. Kannst du die so spinnen im Kreis? Guck mal. Ja, Junge! Aber oh, warte mal, Anton, mir fällt gerade ein, haben wir im Lager die Kamera deaktiviert? Ey, wir sind da so dumm. Du musst da oben gegenhauen. Ja, aber die leuchtet gar nicht. Kommst du an? Ach, die ist eh nicht an. Bist du dir sicher? Ja. Boah, ich prüf mal nochmal. Ey, Alper hat hier halt so viele Kameras. Im Lager ist gar keine. Ist hier keine? Hast du sicher geguckt? Nein. Du bist halt klein, du siehst das nicht so. Du bist klein. Wie groß bist du? 1,46 Meter. Wie groß bin ich? 2 Meter. Und wer ist dann also größer? Ich. Hast du in der Schule Mathe nicht aufgepasst? Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ist Anton größer oder bin ich größer? Anton, wir müssen jetzt nach draußen. Ich bin größer, aber nur vom Gehirn her. Ey, du kleiner, kleiner 31er. Okay, Anton, das Gute ist, um Essen brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil wir haben einmal Baguette-Laden nebenan und wir haben alle Süßigkeiten der Welt. Mega, was ist das denn? Ein Riesen.
Lieblingsgummibär. Okay, Anton, wir gehen jetzt nochmal nach draußen. Ich habe den Schlüssel hier. Anton, wir müssen jetzt die Luftmatratze holen. Müssen uns aber beeilen. Hier ist die Luftmatratze. Und eine Pizzadecke. Genau. Hier sind die Pizzadecke, kriegst du es auch noch mit. So, und jetzt noch hier den Rucksack. Bam. Oh. Hab noch den Regenschirm irgendwie mitgenommen, falls es regnet da drin. Okay. Stimmt, hier regnet es ja manchmal. Ja, deswegen habe ich den Regenschirm einfach mal mitgenommen. Anton, schnell. Tür zu. Meine Pizzadecke verlege ich hier oben. Das ist gut, okay. Anton, ich habe abgeschlossen. Atemmasken? Nee, das ist zum Aufpumpen von der Luftmatratze hier. Bam! Willst du die Kamera erstmal halten? Ich gucke mir noch mal einmal die Luftmatratze an. Ich pumpe. Du willst pumpen? Ja, ich will. Kannst du so? Oh, kannst du sowas? Ja, ich will. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Ja, einfach rein. Ja? Bist du sicher, dass du es hinkriegst? Ja! Anton? Hä? Gib mal her. Ich mach dir einmal fest und ich zeig dir, wie du die aufpumpen kannst. Was passiert denn jetzt? Du brauchst deine Energie noch, Anton. Jetzt musst du aber nur ordentlich pumpen. Guck, sicher, dass du das machen willst. Ey, hör auf. Okay, ihr müsst jetzt alle mal Anton anfeuern. In der Zeit machst du was anderes. Okay, was soll ich machen? Soll ich uns Baguette bestellen? Ja. Was möchtest du? Ein Crepe. Ein Crepe? Ja. Okay, Anton, ich bestell dir ein Crepe. Ich bestell mir ein Baguette. Und in der Zwischenzeit pumpst du hier auf, ja? Okay, Freunde. Ich gehe jetzt einmal kurz rüber zu Baguette Suzette und werde jetzt einmal kurz was bestellen. Wir sind gerade schon fleißig am Pumpen, Ali. Aber wir bräuchten beide einmal einen Nutella-Crepe, bitte. Du weißt ja, Anton, der ist gerade fleißig drüben am Ackern. Der möchte auch gerne was dafür haben. Und ich nehme auch einen. Meinst du, kannst uns die dann gleich rüber? Rüberbringen? Geht das? Aber du musst am besten dreimal klopfen, dass ich weiß, dass du es bist und nicht Alper, okay? Okay, bis gleich. So, Freunde, Crepe ist bestellt. Glaubt ihr, Anton ist schon fertig? Anton, ich bin's! Hallo, ich bin fertig! Bist du fertig? Ja! Hä? Steht dein Bett schon? Oha! Warte, stopp, nicht, noch nicht draufgehen. Hast schon zugemacht! Aber die muss einmal umgedreht werden, weil das ist ja die Kackseite. Das ist nämlich die gute Seite. Guck! Kluppel! Cool, oder? Geh! Oh, sorry. Nein. Okay, Anton, wie ist dein Bett schon mal so? Ist gut? Ist deine Power alle? Ja. Anton, weißt du was? Du deckst dich schon mal zu. Alles okay? Gib mir mein Getränk. Was möchten Sie? Marshmallow Pepsi. Ja. Die hier? Ja. Okay, weißt du, was auch der Vorteil ist, wenn wir hier übernachten? Alles gratis. Ja. Weißt du, was ich nehme? Ich nehme einfach mal direkt hier M&M's. Was möchtest du haben? Schokobon, Tronki, Creamy? Quonky. Quonky? Nein, nicht den Tronki. Alp hat ja einzelnes. Fetz mal ordentlich rein. Okay, Anton, ich pflanze dich mal einmal kurz hier mit auf dein Bettchen. Ey, das ist aber gut entspannt hier auf deinem Bett, bin ich dir ganz ehrlich. Wir müssen das dann aber auch gleich hier alles Bett fertig machen. Du brauchst ja noch ein Kissen. Habe ich. Eine Takifuego-Tüte. Eine Takifuego-Tüte? Die Takis gehen ja kaputt. Mhm. Und wenn die kaputt gehen, ist nicht so schade drum. Du kannst sogar eine große Takifuego-Packung nehmen. Ja. Wie viel möchtest du? Eine. Eine nur? Mhm. Okay. Das ist dein Kopfkissen. Wobei, doppelt hält besser. Doppelt hält besser, bin ich auch der Meinung. So, noch mehr? Nein. Wie schmeckt's? 10 von 10. Aber Anton, falls gleich jemand kommt, nehmen wir das hier mit. Ich nehme den hier. Du hast das Ding. Dann hauen wir eine Person um, wenn hier jemand kommt. Ich esse mein Schwert auf. Hä? Aber ist doch total dumm, wenn du dein Schwert auf isst. Ich hab noch mehr Schwerter. Und Anton, wie schmeckt dein Schwert? Okay, Freunde, machen einmal ganz kurz eine kleine Essenspause, besprechen uns einmal, was wir gleich machen. Wir müssen das Ganze ja auch hier vernünftig gemütlich machen für heute Nacht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber als allererstes wird einmal kurz gefuttert. Und mach Plan. Erzähl mal kurz, was ist das? Das bin ich, weil du hast eine Glatze. Mmh, ich habe gar keine Glatze, ich habe Haare. Nein. Und warum bin ich kleiner als du? Weil ich doch heute gesagt habe, ich bin größer. Ach so. Okay, und das ist das Bett und da ist Popcorn drum. Ja. Und was machen wir, wenn Alper kommt? Mach da mal auch mal eine Zeichnung für. Und wer ist das? Alper. Und warum ist auch Alper kleiner als du? Ah, das sind unsere Kleine. Ich habe gesagt, dreimal klopfen und dann willst du aufmachen? Komm, mach du mal auf. Aber prüf mal einmal. Frag mal, ob er Krebs hat. Nimm den Schläger mit, genau. Frag ihn mal. Ah, aber es sieht gut aus. Guck mal, da vorne ist ein Krebs. Genau, einmal aufmachen. Krebs sind da. Oh. Dankeschön. Danke. Hat schon irgendjemand was gesagt, ob hier irgendwas drin passiert? Nee, keiner was gesagt. Ansonsten sag einfach, wir sind Praktikanten, wir müssen den Laden umräumen. Mach ich. Okay. Lass es schmecken. Ali, ich danke dir. Bis später. Gerne. Anton, du musst wieder abschließen. Denk dran. Aber erstmal Krebs fetzen. Hast du das gehört? Wie bitte? Da hinten hat irgendjemand was gesagt. Lügnerin. Ich schwöre. Was sind die Zuschauer, die in die Kommentare schreiben? Nein! Ah,
ich hab mein Hockeybär, genau. Lass mich gucken. Genau, du hast dein Schwert. Ich hab das Ding. Hier ist niemand. Ich schwöre, hier hat gerade niemand geredet. Alper, wenn du hier bist! Wir haben was zum Kloppen. Wir haben gar nicht in der Toilette geguckt. Fänd du mich, ich gucke in der Toilette. Falls da einer drin ist, ich komm jetzt rein. Nein, Spaß, ich gehe wieder. Bam! Nein! Da ist keiner drin. Du hast dich FBI Open Up gemacht. Aber dann nochmal. FBI Open Up! Hier ist einer! Hier ist einer, guck! Der Staubsauger. Noch eine Decke! Nimm die! Das ist schlau, als ob du jetzt die Decke einfach gefunden hast. Okay, Anton, also was war jetzt der Plan, wenn Alper kommt? Also, wir liegen im Bett. Mhm. Das bist du. Ja. Das bin ich. Ich bin der Kleine, genau. Ja, weil du hast ein kleines Gehirn. Ey. Da liegt ein Klopper-Lolli. Ja. Da liegt mein den du gerade isst, genau. Hier liegen Popcorns, damit er ausrutscht. Ah, die müssen wir auf dem Boden verstreuen, oder was? Hier ist eine Stolperfalle. Ja, okay, und dann? Da plumpst der hin. Ja. Dann renn ich so, nimm das Teil in die Hand und dann mache ich so, bam, 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 und ist er ausgelöscht. Alter, willst du Alper killen? Nein, deaktivieren wir die Kameras. Ach so, schlau. Okay, tatsächlich ist es jetzt gerade... Hat schon wieder jemand geredet, hast du es gehört? Egal, Freunde, es ist jetzt gerade 21.23 Uhr. Morgen habe ich keine Schule. Morgen hast du keine Schule und bisher ist noch nichts passiert. Also der Laden macht ja hier, also Alpers Laden macht ja um 20 Uhr mal zu. Jetzt testen wir erstmal unseren Crepe. Ich schwöre euch, Leute, der Baguette-Laden von nebenan bei Alper. Was machst du? Kommt da einer? Anton, warum hast du dich bewaffnet? Anton? Was ist los? Was ist passiert? Die Tür ist zu. Hä? Die bei der Toilette? Haben wir die nicht aufgelassen? Wir prüfen mal in der Videoaufnahme eben. Warte, ich prüfe mal kurz, Freunde. Ey, wir haben die aufgelassen eigentlich. Wenn da jetzt jemand ist, wir haben einen riesigen Lollipop, wo wir dich mit verkloppen können. Diesmal gehst du vor. Du opferst dich fürs Team. Du hast ja hier deinen Stab. Low battery. Oh! Low battery. Low battery. Hä? Alper, bist du da drin? Und ich dachte, hier ist ein Mensch. Da ist Alper drin. Ich gucke jetzt hier. Immer noch keiner drin. Schließ ab. Hast du abgeschlossen? Freunde, wir bereiten jetzt unseren Schlafplatz vor. Das sieht irgendwie noch nicht so aus, als könnte man hier pennen, oder? Ey, ich schlaf auf der einen Takis-Packung, du auf der anderen. Ey, hallo, nicht mich abwerfen. Was machst du? So, wir müssen es aber auf dem Weg zur Tür hin machen. Dass man hier auf dem Weg ausrutscht, weißt du? Ja, hier. Hey, was ballerst du mich ab? Wir müssen das so machen, dass Alper ausrutscht. Denk dran. Und jetzt noch um unser Bett herum platzieren. Rutscht man da drauf aus? Ja, ne? Hast getestet. Okay. Yeah. Anton, Ali ist vor der Tür. Frag ihn mal, was los ist. Hey Jungs, ich hab gehört, Alper ist in der Nähe. Alper ist in der Nähe? Ja. Scheiße. Anton, was machen wir jetzt? Sollen wir das Licht besser ausmachen? Kamera beobachtet oder so? Nee, wir haben die ja nicht deaktiviert. Anton, dann lass das Licht jetzt schon mal schnell ausmachen. Okay, ich danke dir, ja? Probier, wenn er irgendwie kommen sollte, lenkt ihn irgendwie ab oder so. Okay, danke. Mach das Licht aus. Oh, okay, das ist gut. Krieg dich hier hin! Warte, ich komm auch dazu. Ey, was machst du? Wie willst du denn so schlafen? Du musst dich verstecken. Ja, ich mach doch schon. Ich hatte noch nie so ein unbequemes Kissen. Ja, aber es war ja deine Idee, da drauf zu pennen. Ey, wir müssen echt aufpassen. Ich hoffe, Alper kommt nicht vorbei und erwischt uns. Soll ich mal die Handykamera irgendwo hinstellen? Ich stelle die Kamera da vorne mal auf. Und falls irgendwas passiert, dann seht ihr das wenigstens. Schreibt ihr in die Kommentare dann. Okay, Freunde. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz gewartet. Ich bin jetzt noch mal aufgestanden. Ich werde jetzt die Kamera hier vorne platzieren. Freunde, ihr seht das? Anton ist schon am Pennen. Ich habe gerade auch schon ein bisschen genickert. Guckt euch das mal an. Ich stelle jetzt die Kamera hier vorne hin und falls irgendjemand kommt, dann seht ihr die Ersten, die das sehen. Anton, alles okay? Anton, du liegst nicht mehr auf dem Bett. Oh. Was hast du gemacht? Oh, ich bin vom Bett gefallen. Ja, ich hab's gesehen. Anton ist jetzt bequem eigentlich? Nee, die rutschen die ganze Zeit weg. Anton, ich platziere jetzt hier das Handy. Falls irgendwas ist, dann seht ihr als Erstes, wenn irgendwas passiert, Freunde. So, meine Freunde, was habe ich natürlich gerade für eine Nachricht bekommen? Auf meinem Handy von meiner Überwachungsdienstfirma, dass jemand bei mir drin ist. Ja? Kevin und Anton dachten natürlich, sie wären super schlau. Aber ich will euch mal was zeigen. Seht ihr das? Die sind bei mir im Laden drin, haben sich eine Matratze aufgestellt und denken, die können bei mir übernachten. Leute, gleich mache ich den beiden einen Strich durch die Rechnung und dann will ich mal sehen, wie die darauf reagieren, okay? Ali hat mich natürlich eingeweiht in die ganze Geschichte. Ich wusste davon Bescheid. Das heißt, Kevin und Anton, ihr wolltet mich vielleicht pranken, aber jetzt pranke ich euch, ja? Wir werden gleich sehen, wie ihr hier drauf reagiert. Ich habe gesehen, dass die gerade eingeschlafen sind. Ich gehe jetzt rüber, werde die Tür aufschließen und werde mal gucken, wie die jetzt drauf reagieren. So, meine Freunde, jetzt gehen wir einmal rüber und schauen, was die beiden da machen. Aha. Was geht denn hier ab?
Kevin! Alper, was machst du hier? Kevin? Aha. Anton? Aha. Scheiße, Anton, wir wurden erwischt! Anton, lauf! Jetzt lauf mal weg! Ganz ehrlich, dachtet ihr, ihr könnt mich pranken? Hey, wir haben noch die Kameras deaktiviert. Ihr habt die Kameras deaktiviert? Leider habt ihr nicht gewusst, wie. Ihr habt was Falsches deaktiviert. Was soll das denn hier überhaupt? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ihr hier bei mir einfach übernachten könnt, Leute. Was geht ab bei euch? Alper, das war alles Antons Idee. Irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Jetzt mal ganz ehrlich, ne, Spaß beiseite. Ihr wisst, ich habe immer eine offene Tür für euch, ja? Aber doch nicht so, Leute. Wie sieht das hier wieder aus? Anton, wir wurden schon geschnappt, du musst nicht mehr wegrennen. Anton hatte als Idee, dass wir die Popcorn auf den Boden tun, dass du da drauf ausrutschst. Lügnerin! Und dann wollte er dich mit der Hey, hallo! Wollte er dich mit der Stange da hauen. Gar nicht wahr! Ich mach erstmal das Licht an. Ich lass mir erstmal einen Überblick da verschaffen, ja? Ich sperre jetzt Alper ein. Alper, geh jetzt ins Klo! Und dann? Wir bleiben hier. Genau, schieb den ins Klo rein. Also erstmal kommt ihr hier rein, unangekündigt, und dann wollt ihr mich in den Klo reinsperren? Ihr sperrt mich da auch dauernd ein. Einmal war das. Alper, wir sehen uns morgen. Aber eigentlich müsstet ihr doch hier rein. Wir sehen uns morgen. Anton, abonniert den Kanal. Bis dann, wir hauen ab. Genau, schieb das davor. Wir sind weg. Anton, komm, wir gehen. Tschüss, Alper. Ciao, Alper.